Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 94. Mahnwache Atomkraft Nein Danke hier in Langen am Lutherplatz. Mein Name ist Franz Scheidel und ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich meine, das Wetter macht es einem ja auch ein bisschen leicht, ne? Aber das kann man ja auch anders sehen. Schwimmbad und Eis ist ja auch alles noch da. Schön, dass ihr hier seid, denn wir haben ein Thema. Ein Thema, was uns auch so schnell nicht verlassen wird. Wir haben gerade aktuell auch wieder, heute in der Langener Zeitung konnten wir es nachlesen, wir haben ja noch unseren atomaren Nachbarn, Biblis. Und ich denke, es lohnt sich, einfach auch nochmal da in die Nachbarschaft zu gucken. Und das will ich im Rahmen der Mahnwache heute auch tun. Daneben ein Thema neu aufgekommen, schwimmendes Atomkraftwerk von Russland. So neu ist es auch nicht, weil die ganzen Atom-U-Boote waren ja auch atomgetrieben und da ist ja auch das eine oder andere verschollen. Und als drittes Thema würde ich unsere Freunde Anne und Karl-Heinz Duda bitten, mal zu berichten, von ihrer Tour ins Wendland, weil das Wendland ist ja nochmal so eine besondere Region in Bezug auf die Atompolitik und die haben einiges da zu erzählen und freue mich, dass der Karl-Heinz das macht. Und die Anne wird uns noch ein bisschen was singen, oder die Anne wird es erzählen. Okay, ihr erzählt gemeinsam, wie auch immer. Außerdem habe ich mitgebracht wieder die neue Zeitschrift von Ausgestrahlt. Auch wenn ihr die vielleicht selber bekommt, nehmt euch doch eins, zwei mit, weil ich kriege immer so einen Stapel von 20 Stück. Und wenn wir die ein bisschen unter die Leute bringen, kann das ja nichts schaden. Ausgestrahlt ist nach wie vor höchst aktiv. Haben jetzt wieder ganz aktuell gemacht. Mnet beauftragt mit einer Meinungsumfrage, weil mit Meinungsumfragen wird ja viel gearbeitet. Und ich finde eins sehr bemerkenswert, dass bei allen, wie man sehen kann, wie mit der Atompolitik umgegangen wird und wie das kleingeredet wird und das Problem verniedlicht wird oder an die Seite geschoben wird, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dass Atomkraftwerke früher abgeschaltet werden, nicht erst 2022. Und deswegen stehen wir auch unter anderem hier, nämlich alle Atomkraftwerke abschalten! 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 Abschalten ist das eine, aber wenn sie abgeschaltet sind, ist es ja noch nicht zu Ende. Und deswegen finde ich es ganz notwendig und ganz wichtig, den Blick einfach mal in die Nachbarschaft zu richten. Und ich finde einfach so auch die Informationen, die auch heute da in der Langener Zeitung waren, zum Thema Biblis für uns ganz, ganz wichtig, weil, wie ihr mitgekriegt habt, ist Biblis ja inzwischen ein atomares Zwischenlager, und zwar eines, wo auch noch neuer Atommüll hingeschafft werden soll. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass 2019 oder 2020 etliche Kastoren von der Wiederaufarbeitungsanlage in England, Sellafield, nach Biblis transportiert werden. Wir haben ja bei der letzten Mahnwache den Henrik Paulitz gehört, der uns ein bisschen intensiver mit dem Thema Atommüll auch nochmal vertraut gemacht hat. Und der Meinung ist, dass wir uns als Anti-Atom-Bewegung noch intensiver damit beschäftigen müssten. Wobei unsere klare Haltung und Position ist, erst müssen alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden und dann kann man vernünftig an die Klärung der Frage gehen, wie mit dem Atommüll umzugehen ist. Nicht immer weiter Atommüll produzieren, sondern erstmal alle Produktion einstellen. Und wie schwierig das ist, kann man, glaube ich, auch am Beispiel von Biblis gut sehen. Denn das ist ja so, dass das Atomkraftwerk nicht einfach abgerissen werden kann und dann hat man grüne Wiese und dann macht man irgendwas anderes da. Es muss Stück für Stück zunächst einmal, wenn der Reaktor runtergefahren ist, erstmal müssen die Brennelemente abgekühlt werden. Dann müssen die abgebrannten Brennelemente in Kastoren verpackt werden. Und diese Kastoren sind ja auch nichts anderes wie Zwischenbehälter,
Und diese Zwischenbehälter werden eben vor Ort belagert, wobei wir der Meinung sind, das ist im Moment eine der vernünftigsten Lösungen, und nicht Atommüll auch noch wild durch die Gegend hin und her transportieren, solange man eben nicht weiß, wie man dauerhaft damit umgehen soll. Und dafür braucht es aber auch bestimmte Voraussetzungen, dass dieser Atommüll in den Kastoren sicher aufbewahrt wird. Denn auch die Kastoren haben ja letztlich eine, ja, ich sag mal, eine Haltbarkeitsdauer vorgesehen und zugelassen für 40 Jahre. Ja. Und 40 Jahre sind in Bezug auf das strahlende Material, was da dran, drin ist, doch eben nicht sehr lange. So, und jetzt lese ich einmal ein Stück aus diesem Artikel vor, wie das im Moment in Biblis aussieht. Der vor einem Jahr begonnene Abbau des nach der Katastrophe von Fukushima stillgelegten Atomkraftwerks aus den 70er Jahren läuft auf Hochtouren und braucht trotzdem etwa 15 Jahre Zeit. Das ist das, was die Atomindustrie selber einplant. Die Sicherheits- und Strahlenschutzstandards gelten weiter. 2032 soll das Kernkraftwerk aus dem Atomgesetz entlassen werden. Die Kraftwerkssilhouette wird aber in 15 Jahren noch stehen, sagt der Leiter der von RWE betriebenen Anlage, Horst Kemmeter. Was mit dem Gelände passiert, muss dann entschieden werden. Das Grundstück am Rhein ist 30 Hektar groß, etwa 42 Fußballfelder. Die Kosten für den Rückbau schätzt Kemmerer auf 1,5 Milliarden. So, und wenn ich nochmal im Ohr habe, was der Henrik Paulitz uns erzählt hat, Kosten sind ja auch Gewinne für Firmen, die das Ganze betreiben. Da sowieso immer die Kostenschätzungen immer sehr niedrig liegen, kann man davon ausgehen, dass das jetzt eine Summe ist, die hier genannt wird. Wenn wir aber in 15 Jahren darüber reden würden, wird das wahrscheinlich etwas anders aussehen. Kann man zumindest von ausgehen. So, derzeitiger Stand sieht so aus. 91 Kastoren mit Brennstäben aus beiden Blöcken stehen schon in dem Zwischenlager für hochradioaktive Stoffe. Ein leerer Kastor wiegt 108 Tonnen und kann 19 Brennelemente aufnehmen. Das heißt, wenn man weiß, wie ausgestattet sind, weiß man auch, dass man da für alle Anlagen eben erhebliche Anzahl an Kastorbehältern braucht. Brennstäbe gibt es in Block A schon seit Ende 2016 nicht mehr. Jetzt ist Block B dran. Innerhalb der nächsten 12 Monate sollen 10 Kastoren mit Brennelementen und einer mit Brennstäben beladen und im Zwischenlager untergebracht werden. Wegen Rissen an den Laufrädern eines Krans in Reaktor B musste die Beladung einige Monate unterbrochen werden. Also auch da seht ihr immer wieder Technikfehler und Technikprobleme, und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Jetzt wird wieder beladen. Ende Mai 2019 soll Block B frei von Brennstäben sein, wie RWE-Sprecher Alexander Scholl in Biblis sagt. In dem Standort Zwischenlager sollen auch 7 Kastorbehälter mit radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufbereitung in England gelagert werden. Das ist was, wo ich sage, Leute, aufpassen, solange nicht alle Anlagen abgeschaltet sind, wollen wir keine Kastortransporte. Nicht nach Brockdorf, nicht nach Biblis, nirgendwo hin. Erst alle Atomkraftwerke abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Und wie gesagt, vorgesehen, Brockdorf habe ich genannt, sind Biblis, Brockdorf, Isar und Philippsburg. Das heißt, alles das Orte, wo auch hintransportiert werden soll. Wir werden einer der Ersten sein, sagt Kemmeter. Er rechnet mit der Ankunft der Kastoren von Frühjahr bis Mitte 2020. Also Leute, notiert euch schon mal den Termin im Kalender. 2020 gibt es wahrscheinlich Kastoralarm. Denn in Biblis seien alle für die Lagerung technisch erforderlichen Maßnahmen bereits umgesetzt. Vor allem die 10 Meter hohe Betonsicherheitswand vor dem Zwischenlager. Die Entkernung der beiden Kühltürme auf dem Gelände hat schon begonnen. Ventilatoren und überflüssiger Schallschutz werden bereits ausgebaut. Der Rückbau muss möglichst schnell sein, denn Zeit ist Geld, sagt Kemmeter. Klar, RWE. Es geht nicht ohne Investitionen in Bauten und Maschinen. Gerade entsteht ein drittes Lager auf dem Gelände im Erdbebengebiet. Also Erdbebengebiet, ihr wisst, das ist dieser Rheingraben. Wir haben zwar noch nie heftige Erdbeben erlebt, aber wie gesagt, solche Gebiete sind aktiv. Das zweite für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die Kosten dafür beziffert Kemmeter auf 15 Millionen Euro.
Deckerbetrag. Der aufwendige Rohbau ist seit einigen Monaten fertig. Derzeit läuft der Innenausbau, sagt Projektleiter Carsten Altenburg mit Blick auf die Technik. Ende des Jahres soll LRW 2, dieses Zwischenlager 2, in Betrieb genommen werden. Bis zu 5 Konrad-Container können darin übereinander gestapelt werden. Eigentlich ist das Lager als Puffer gedacht, bis das Endlagerschacht Konrad aufnahmebereit ist. Das ist nach dem derzeitigen Stand allerdings nicht vor 2027, wie Kemmer das sagt. Wenn Konrad nicht kommt, wird das zum Dauerlager. Und ob Konrad kommt, ist höchst umstritten. Und die Freunde oben in Braunschweig haben ja auch einige Probleme mit diesem geplanten Zwischen- und Endlager. Die Entscheidung darüber liege bei der extra gegründeten bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlager. 2020 gibt RWE die beiden Lager mit Schwäche und radioaktivem Müll an die BGZ ab. Das andere Zwischenlager schon 2019. Der Rückbau von Biebnis erforderte nicht nur den Bau des Lagers LAW 2, sondern auch eine Reihe neuer Anlagen. Das ist jedes Mal ein riesiger formeller Aufwand, sagt Scholl. Das stillgelegte Kernkraftwerk bekam eine neue gasbetriebene Heiztechnikzentrale. Notwendig sind aber auch eine Hochdruckdekontaminationsanlage, eine spezielle Trocknungsanlage und ein System zur Abwasseraufbereitung sowie zum Pressen und Sägen. Jetzt kommt der Bürgermeister von Biebnis zu Wort. Die abrupte Abschaltung war ein heilsamer Schock, sagt er. Felix Pusitschka, der parteilose Bürgermeister. Die Gewerbesteuer sei immer gut geflossen und plötzlich habe Biebnis mit seinen 9000 Einwohnern bei einem jährlichen Haushaltsvolumen von 16 bis 18 Millionen Euro auf Einnahmen in Höhe von 2 bis 2,7 Millionen Euro verzichten müssen. Das ist das, wie soll ich es nennen, das Blutgeld, was die Gemeinde für das Atomkraftwerk sozusagen jedes Jahr eingestrichen hat. Vor allem mit einer deutlichen Erhöhung der Gewerbesteuer, mit fast einem Drittel weniger Stellen in der Verwaltung und mit einer restriktiven Haushaltspolitik werde die Stadt aber voraussichtlich nächstes Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. So Pusitschka. Vor allem mit besseren ÖPNV-Anbindungen in einem Neubaugebiet versucht Biebnis, den Wandel von einer Schlafstadt zu einer kleinen, pulsierenden Gemeinde. Zudem sei es gelungen, ein Logistikunternehmen anzusiedeln mit 500 bis 800 Angestellten. Also das ist natürlich auch, denke ich mal, Aussichten für eine Stadt. Man muss nicht unbedingt ein Atomkraftwerk haben. 1000 Beschäftigte, davon 670 von RWE, haben vor der Abschaltung in Atomkraftwerk gearbeitet. Derzeit seien es nur etwa 300, also das ist ja immerhin noch fast ein Drittel oder so, was vor Ort ist. Plus eine schwankende Zahl Beschäftigter von Partnerfirmen. Und da sind jetzt eine Reihe von, denke ich mal, von auch Billigfirmen und von Subunternehmen tätig, die dann so die Dreckarbeiter machen. Auf jeden Fall die Logistikfirma ist ein wichtiges Signal gewesen, dass die Lichter nicht ausgehen, sagt Pusitschka, die Stimmung ist gut. Und ich will mal hinzufügen, wenn man durch die Gegend fährt, sieht man da auch Solarfirmen, die sich angesiedelt haben. Und ich denke, neben Atomkraft die Erneuerbaren auszubauen, bietet sich ja gerade für so einen Standort auch an. Also um Biebnis muss es einem nicht bange sein, nur weil das Atomkraftwerk abgeschaltet ist, muss einem eher bange sein, weil man nicht weiß, wohin mit dem Atommüll. Und ich denke, das werden wir auch weiter im Auge behalten. Und speziell dann, wenn Castoren angeliefert werden sollen, denke ich, werden wir uns auch wieder zu Wort melden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dann gebe ich mal weiter an Anne und Karl-Heinz Kula. So. Dann will ich den Ball gleich mal aufnehmen, den der Franz da gespielt hat hinsichtlich Endlager, Lagerung von Castoren und Konrad-Behältern. All das soll ja in Gorleben auch passieren. Und da wollte ich mal nach unserem Besuch in Gorleben, da haben wir so einiges mitbekommen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Mal ganz kurz die Geschichte von Gorleben erzählen. Es war Anfang der 70er Jahre, da
hat man in Niedersachsen in der Regierung beschlossen, wir wollen in unserem Bundesland ein Lager bauen, wo wir was unterbringen können. So ganz genau wusste man noch nicht so, was man tun wollte. Und die Bevölkerung hat sich natürlich dagegen damals schon aufgelehnt. Also hat man gesagt, ach, das ziehen wir jetzt zurück, wir wollen gar kein Lager machen. Wir bauen jetzt einfach ein Kernkraftwerk, daneben eine Wiederaufbereitungsanlage und alles, was man so braucht, um im Endeffekt Atomwaffen herzustellen. Und da ging es dann richtig los in der Bevölkerung. Man hat sich zusammengerauft und vor allen Dingen kundig gemacht. Im Endeffekt war es so, es gab keinerlei vernünftige Gründe, Gorleben als Standpunkt für ein Endlager auszusuchen. Nur mal drei Punkte, die gegeben sein müssten, damit so ein Endlager halbwegs sicher wäre. Ein ganz sicheres Endlager werden wir sowieso nicht kriegen. Es müsste eine Deckschicht haben, die kein Wasser durchlässt. Gibt es in Gorleben nicht. Bereits jetzt läuft da das Wasser im Salzstock schon die Wände runter. Und was dann noch dazu kommt, unter diesem Salzstock liegt ein riesiges Gasvorkommen, das jederzeit drückt und ausweichen will. In der Region gibt es mehrere Seen, die eben durch solche Konstellationen, die dazu geführt haben, dass diese Salzstöcke eingebrochen sind, entstanden sind. Und da will man auf Jahrtausende Kastoren lagern. Der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, der Herr Albrecht, Vater von unserer jetzigen Verteidigungsministerin, der hat sich gedacht, naja, das Wendland ist ziemlich dünn besiedelt, hat mal so einen Spruch losgelassen, das ist das dünnste und dümmst besiedelte Volk, Landstrich bei uns hier. Da hat er sich aber mächtig in die Finger gestimmt. Ganz besonders hervorzuheben sind zwei Menschen, die damals Anfang der 70er Jahre das Ganze in die Hände genommen haben. Das war zum einen Marianne Fritzen, die war damals schon 53 Jahre alt und in der katholischen Kirche sehr aktiv. Die hat sich erkundigt, was da alles passieren könnte und hat ihre Mitmenschen zusammengebracht. Alle Richtungen, politischen Richtungen, die man sich so denken konnte. Und da hat sie Brücken geschlagen und man hat die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg gegründet. Diese Frau Fritzen war bis in die höchsten Kreise der Politik gefürchtet. Sie hatte nämlich eine scharfe Zunge, sagt man. Die hat sich also vor niemandem gefürchtet und hat da immer mit guten Argumenten dafür gesorgt, dass die Bürgerinitiative auch im Blickpunkt blieb. Der damalige Bundesumweltminister Petin hat mal zu ihr gesagt, du bist stur wie ein Panzer. Sie hat sich also durch die Argumente, der Herr Petin, der weiß ja auch immer ganz tolle Argumente für Dinge, die im Endeffekt gar nicht so gut sind, wie jetzt der Vertrag, den wir abgeschlossen haben mit den Atomkraftwerksbetreibern. Auf jeden Fall war es so, dass von Anfang an klar war, wir protestieren, wir sind dagegen, aber gewaltlos. Und das ist wirklich auch so gewesen. Denn die Proteste, die man bei den Castortransporten so gesehen hat, die gingen gewaltmäßig immer von der Polizei aus. Die Demonstranten haben sich auf Straßen
Schienen und sonstigen Wegen nur passiv niedergelassen und haben dadurch protestiert. Der zweite, den man hier erwähnen müsste, das ist der Graf Andreas Bernstorff. Der war CDU-Mitglied und die CDU damals an der Regierung dachte, ja, der kommt aus der Gegend, den haben wir auf unserer Seite, der wird sich dafür einsetzen, dass die Bauern ihre Ländereien verkaufen, damit wir hier das Erkundungsbergwerk verstehen können. Aber der Graf hat sich von selbst von damals sicherlich auch schon eine stolze Summe von weit über 10 Millionen Euro für seine Grundstücke nicht kaufen lassen. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich will mein Land nutzen. Er wollte seinen Salzstock abbauen. Wäre kein Problem gewesen, weil das Bergrecht vor Atomrecht liegt. Aber schlau wie die Bundesregierung war, haben sie einfach das Gesetz geändert und es gibt nur dieses eine Gesetz, das für eine Person geändert wurde und man hat ihn quasi enteignet. Dann kam dazu, dass ein Wunder plötzlich mehrere große Waldbrände in dem Gebiet waren. Im Nachhinein hat man festgestellt, es war Brandstiftung. Aber genau da, wo man plante, dort soll dieses Erkundungsbergwerk hin. Ja, der Graf hat natürlich dann auch weitere Personen, Bauern und so weiter dazu gebracht, dass sie ihr die Grundstücke nicht verkauft haben. Selbst die katholische Kirche hat gesagt, nein, wir verkaufen nicht. Deshalb kam es zu der Enteignung und man konnte dann beginnen, dieses Erkundungsbergwerk zu planen. Als das durchsickerte, haben sich zunächst mal so etwa 500 Leute an dem ersten Bohrloch versammelt und haben dort protestiert. Zeitweise hat sich das dann bis zu 5000 Leuten angesammelt und es wurde die Freie Republik Wendland gegründet. Es wurde ein Dorf gebaut mit allen Gemeinschaftshaus, Kirche und. Das hat sich natürlich die Politik nicht gefallen lassen. 30 Tage nachdem das Dorf stand, rückten riesige Polizeimassen an und haben dieses Dorf gewaltsam geräumt. Unter anderem wurde die Kirche mit einem Schaufelbagger etwas niedergewalzt. Es hat kein Mensch geguckt, ob da jemand drin ist. Es ist zum Glück niemand verletzt worden. Und im Anschluss daran wurde dann das Erkundungsbergwerk geplant, gebaut. Man hat Milliarden mittlerweile darin verbaut. Bis heute ist kein einziger Kastor da drin. Die stehen alle. 300 Meter Luftlinie von diesem Bergwerk entfernt. Man nennt es dort in einer Kartoffelscheune, weil das sind Häuser, die haben eine relativ dünne Wände, keinen Schutz gegen irgendwelche Angriffe. Man will jetzt eine Mauer bauen, weil ja Terroristen nur von vorne kommen und von oben, um das etwas zu schützen. Ja, das wären meine Worte zu der Geschichte von Dörlewe. Anne, ich will jetzt noch ein bisschen was dazu sagen, was da daneben noch entstanden ist. Also ich glaube, am Anfang waren hauptsächlich Menschen dort in den dünnsten und dünnsten besiedelten Landstrichen
also über Jahrhunderte schon Höfe besessen haben und Landwirtschaft betrieben haben und denen klar war, dass ihre Existenz bedroht ist, wenn da wirklich der Müll hinkommt. Aber es kamen dann immer mehr Leute dazu, am Anfang glaube ich so die Hippies und die Aussteiger, aber nach und nach haben sich immer noch mehr Leute da angesiedelt. Es gibt nicht so furchtbar viel größere Orte im Wendland, haben wir festgestellt, wenn man Fahrrad fährt und mal Durst hat oder Hunger, ist es ein bisschen dünn. Also außer Dannenberg, Lüsse und Nitzacker gibt es da wenig. Gorleben und Gato sind genau die Lieblingsorte, die mit viel Geld zum Stillschweigen verdammt sind. Also sieht man auch keine Fahnen und keine gelben Kreuze und nichts. Aber es gibt ganz, ganz viele winzig kleine Orte, zum Beispiel diesen hier, den haben wir dieses Jahr erst entdeckt, der ist wunderschön. Heute. Und da man aber, wenn man an das Wendland denkt und an Gorleben, als erstes immer nur denkt, Kastortransporte, Gewalttätigkeiten, die, wie der Karl-Heinz schon gesagt hat, eigentlich nur von der Polizei ausgegangen sind, kam man auf die Idee, die kulturelle Landkarte ins Leben zu rufen, um zu zeigen, was es alles Tolles im Wendland noch gibt und dass es nicht nur Demonstranten und Chaoten sind. Und die kulturelle Landpartie ist jedes Jahr von Himmelfahrt bis Pfingsten und da machen fast alle, also nicht alle, aber fast alle, auch in den kleinsten Orten, machen ihre Türen auf, ihre Scheunen und ihre Gärten. Da gibt es Hofläden, es gibt eine Brauerei, die braut ohne Massentierhaltung, sagen sie, das leckerste Bier, was man überall kaufen kann. Es gibt Ausstellungen, Bilder, Fotografien, es gibt Klamotten, Gefilztes, Gepretzeltes, Geschmiedetes, ich weiß nicht was alles. Wir waren jetzt zweimal während der gesamten Zeit da und da war immer schönes Wetter und es ist einfach toll, wenn man da lang fährt und gut, an den Wochenenden ist es ein bisschen viel, aber es ist wunderschön zu sehen und was sie für tolle Gärten haben und dass sie einfach die Türen aufhaben und dass man da reingehen kann. Verhungern muss man auch nicht und verdursten in der Zeit. Die Voraussetzung für die Teilnahme an dieser kulturellen Landpartie dass alle im Widerstand sind. Und die ansässigen Künstler laden inzwischen auch Künstler aus Deutschland und ich glaube sogar auch aus dem Ausland ein, die da ebenfalls ausstellen. Und diese Punkte, wo alle Türen auf sind, wo man reingehen kann, die nennen sie Wunderpunkte. Und das setzt sich zusammen, also ist ein Gemisch aus dem Wort Wunder, weil es einfach wunderschöne Sachen gibt, die man da sehen kann und auch tolle Begegnungen gibt, die man da hat, aber auch von Wunde, weil ich denke, damals, als sie so über das Wendland hergefallen sind, haben sie schon Menschen verwundet und ohne auf deren Existenz Rücksicht zu nehmen, auf ihr Leben, einfach haben sie überrannt und gesagt, und hier kommt es jetzt hin. Und daraus ist es entstanden. Und die KLP war am Anfang, glaube ich, sehr klein, was wir jetzt erzählt bekommen haben. Das waren irgendwie 5 Wunderpunkte und da gab es einen Bus, der hat dann die Leute dahin gefahren. Inzwischen gibt es, ich weiß nicht, wie viele Wunderpunkte. Manchen ist es, glaube ich, schon ein bisschen zu groß und ein bisschen zu kommerziell geworden. Und damit man nicht vergisst, wo der eigentliche Ursprung ist, nämlich im Widerstand, gibt es seit 4 Jahren, soweit ich weiß, die kulturelle Widerstandsparty oder den Gorleben-Tag. Der ist immer am Freitag vor Pfingsten. Da sind die meisten Wunderpunkte zu und die Menschen kommen alle nach Gorleben. Und da gibt es dann auch Infostände von der BI, ausgestrahlt war da. Es gibt zu essen und zu trinken, es gibt Musik. Achso, das habe ich vergessen, bei der KLP ist natürlich auch Musik, Theater, Workshops, politische Diskussionen und Vorträge. Und es gibt immer ein Rundgang um den Salzstock und der macht am meisten Spaß. Da gibt es so eine Trommelgruppe im Gorleben, das macht richtig Spaß, denn die sind dann auf dem Anhänger vom Trecker, fahren die vorne weg und alle gehen hinterher und hinter dem Zaun in den Salzstock stehen ganz viele Polizisten, die gucken und gehen immer mit rum, damit ja nichts passiert. Draußen gibt es dann welche, die wohl deeskalieren sollen oder wie das heißt. Auf jeden Fall ist es total friedlich und es macht unheimlich Spaß. Aber was ich noch sagen wollte, dass man auch außerhalb der KLP ins Wendland fahren kann. Ich bin kein so furchtbar sicherer Fahrradfahrer und liebe es, die Straße für mich alleine zu haben. Und das hat man da ganz viel, wenn man ein bisschen fernab fährt. Und um euch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, wie das da ist, haben wir ein Lied mitgebracht. Ich habe gedacht, ich könnte es noch lernen, aber es ist mir zu umständlich. Findest du es verwendet? So ungefähr sieht der Text aus. Es geht um all die Orte, durch die man kommt und an denen man vorbeifährt, wenn man im Wendland ist. Das heißt, so leben wir Wendländer. Was ist nicht? Also, bis die Anne soweit ist, ich kann sie nur unterstützen.
Wir haben im letzten Jahr auch mal ein Stück diese Tour mitgemacht ins Wendland und jetzt ist er da. Bayern hin ausgewandert. Also ich kann es euch nur empfehlen, es ist wunderschön und man kann ganz toll Fahrrad fahren. Ja, vielen Dank Anne und Karl-Heinz, danke für das schöne Lied auch. Und ich kann es nochmal unterstreichen, und wenn ihr die Zeit habt, macht es so um die Zeit vor Pfingsten. Diese kulturelle Landpartie ist wirklich eine Reise wert. Und warum soll nicht auch mal Hessen im Wendland unterwegs sein? Also ich kann die Anne da nur unterstützen. Und ansonsten gab es ja öfters schon mal Grund, ins Wendland zu fahren, wenn die wieder Kastoren angerollt haben. Vielleicht kommen ja die Wendländer dann auch zu uns, wenn die Kastoren hier rollen. Ja, das war jetzt eigentlich eine sehr positive Geschichte, was nämlich den Widerstand angeht. Ich gucke jetzt einfach auch mal auf die Uhr und ich finde schwimmende Atomkraftwerke gar nicht so spannend. Ich hebe mir sie einfach auf für den Juli. Erstens könnt ihr dann wiederkommen und habt noch einen Grund, weil im Juli kommt auch der Tommy Schaaf wieder mal zu uns. Und dann haben wir wieder ein bisschen Musik hier und dann machen wir das Thema mit den schwimmenden Atomkraftwerken, versprochen. Ansonsten gibt es jetzt nur noch eines, nochmal für heute mit auf den Weg. Atomkraftwerke! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Und ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss für die heutige Mahnwache. Macht euch noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause und kommt im Juli wieder und bringt doch nochmal den einen oder anderen mit. Heute waren wir so um die 25, das dürfen gerne mal wieder 50 werden. In diesem Sinne, kommt gut rein.